Mein Lesemonat Januar 2017. Diesen Monat bin ich nicht so zum Lesen gekommen. Ich habe tatsächlich nur zwei Bücher gelesen. Ich nehme jetzt ein drittes Buch mit in das Video auf, weil ich es den ganzen Januar durchgelesen habe und erst am 1. Februar fertig geworden bin. Aber so genau muss das niemand nehmen. Das erste Buch, Bob Shaw, und zwar die Geschichte Orbitsville. Das ist jetzt ein Buch, was irgendwie noch eine weitere Geschichte drin hat. Und so eine Neuauflage von zwei alten Science-Fiction-Büchern ist Farm am All, habe ich letztes Jahr irgendwann schon gelesen. Und Orbitsville habe ich jetzt halt letzten Monat fertig gelesen. Das ist ein älterer Science-Fiction, irgendwie aus den 70ern. Sie erzählt die Geschichte von einem Familienvater, der eine Frau und ein Kind hat. Und erzählt so die Abenteuer, die er erlebt. Das ist eine Welt, in der die Menschheit besser als heutzutage im Weltraum bewegen kann. Genau, man erfährt so ein bisschen die soziale Struktur der Gesellschaft. Die Erde ist überbevölkert und die Menschen suchen nach weiteren Planeten, die sie bewohnbar machen können. Die Weltentwicklung in diesem Buch hat mir sehr gut gefallen. Es schien mir sehr durchdacht, wie die Gesellschaft strukturiert, wer wie viel Macht hat und auch die Schwierigkeiten in so einer Gesellschaft. Diese Weltentwicklung hat mir sehr gut gefallen. Und auch, was so philosophische Fragen angestellt wurden, wie die einzelnen Menschen und die Gesellschaft darauf reagiert, wenn Menschen den Weltraum nutzbar machen, wie sich das entwickeln kann von der heutigen kapitalistischen Gesellschaft ausgehend. Genau, das hat mir sehr gut gefallen. Auf der anderen Seite hat der Autor immer wieder so Grundannahmen, wie der Mensch sei und was der Mensch brauche, gesetzt, mit denen ich einfach nicht übereinstimme, dass ich manchmal das Gefühl hatte, dieses interessante Gedankenexperiment geht nicht weit genug für mich, bringt mir nicht so viel, wird an einem Punkt abgebrochen, wo ich weiter denken würde als der Autor. Oder mir eine andere Menschheit, andere Menschen vorstellen könnte, wie sie sich anders entwickeln. Und der Autor dann irgendwie doch sehr nahe an der jetzigen Gesellschaft geblieben ist. Der Autor geht nämlich davon aus, dass die Menschheit räumlichen Mangel braucht. Also, dass die Menschheit sich ohne diese Begrenztheit der Erde einfach nicht mehr weiterentwickelt. Dass sie auf eine gewisse Art und Weise die Eigenschaft von Menschen, so wie wir sie heute kennen, total verlieren würden. In so eine geistige Beliebigkeit und ein geistiges Desinteresse verfallen würden. Ja, kann ich mal drüber nachdenken, aber wenn andere Grundannahmen über die menschlichen Eigenschaften vorausgesetzt worden wären, dann hätte ich mehr mit diesem Buch anfangen können, auf jeden Fall. Das zweite Buch, was ich gelesen habe, war The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian von Shirman Alexy. Ich habe das Buch auf dem Flohmarkt gefunden. Der Titel kam mir bekannt vor. Ich glaube, ich habe vorher schon mal Kritiken dazu gelesen. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob sie gut waren oder neutral. Dann habe ich aber festgestellt, dass der Autor selber in dem Reservat groß geworden ist, um das es geht. Das Buch startet damit, dass es beschreibt, von welchen Behinderungen der Junge letztendlich betroffen ist. Obwohl das Wort Behinderung nicht gesagt wird, sondern es wird halt nur beschrieben, wie der Mensch körperlich von der Norm abweicht, seit er klein ist. Und darauf, wie Leute ihn wahrnehmen. Und am Anfang des Buches lebt er im Reservat und geht dort auch auf eine Schule, auf die schon seine Eltern gegangen sind. Dann entscheidet sich der Junge, auf eine Schule zu gehen, die
größere Anforderungen hat, in der er mehr lernen kann. Das ist eine Schule, die außerhalb des Reservats liegt, auf die bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er sich entscheidet, dorthin zu gehen, nur weiße Kinder gehen. Das Buch beschreibt halt, wie er so erlebt, dass das zwei unterschiedliche Welten sind und wie er von der einen zur anderen Welt jeden Tag hin und her switchen muss. Daher auch dieses Part-Time-Indien. Die Sprache ist sehr umgangssprachlich und wird untermalt im wahrsten Sinne des Wortes von Comics-Zeichnungen, die nochmal das Beschriebene in einer kurzen Skizze oder in einem kurzen Bild zusammenfassen oder nochmal von einem anderen Aspekt beleuchten. Das hat mir sehr gut gefallen. Der junge Junior und oder Arnold erlebt innerhalb dieser Geschichte sehr viele Schicksalsschläge, die er beschreibt, die aus der Perspektive auf eine gewisse Art und Weise etwas von Normalität haben, was das Ganze krass traurig macht, aber auf der anderen Seite dadurch nicht so in ihrer Härte ausgearbeitet wird, weil die Hauptperson das halt auch nicht so krass an sich heranlässt, zumindest in der Art und Weise, wie die Person darüber redet, scheint es so. Es geht viel um Rassismus und darum, wie einzelne Leute darauf eingehen und damit umgehen. Anfangs, als ich das Buch angefangen habe, war mir nicht klar, wie begabt und wie viele Talente dieser Junge hat. Dadurch war ich dann in der Mitte der Geschichte sehr verwundert über den Verlauf der Geschichte, weil der Junge einfach gefühlt alles hinkriegt. Aber gibt es ja Leute, die einfach richtig gut sind. Es hat eine sehr kitschige, romantische Botschaft. Also solange du an dich glaubst, kannst du irgendwie Dinge verbessern, was natürlich eine krasse Anforderung und Erwartungshaltung an die einzelnen Menschen ist. Aber es erklärt ja gleichzeitig auch, dass Leute auch durch Rassismus in diesem Fall die Hoffnung an sich verlieren. Weil wenn niemand anders in dich Hoffnung setzt, nur du, dann sind deine Reserven an Hoffnung auch irgendwann aufgebraucht. Ein sehr positives Buch auf eine gewisse Art und Weise. Und trotzdem ehrlich. Und als drittes habe ich Marie Langstroth im Mundtot gelesen. Das ist eine Autobiografie von einer Frau, die in Deutschland, in Hessen lebt. Das Buch beschreibt ihr Leben zwischen 2007 und 2012. In dem Zeitraum ist sie am Anfang das erste Mal in ihrem Leben auf einen Rollstuhl angewiesen, um sich fortbewegen zu können. Später fängt es an, dass ihre Arme auch gelähmt sind und dass sie irgendwann, dass sie insgesamt einfach immer mehr und mehr Kontrolle auf eine gewisse Art und Weise über ihren Körper verliert. Und die letzten 2 Jahre, die beschrieben werden in diesem Buch, kann sie auch das Bett nicht mehr verlassen. Genau, sie hat das Buch selber geschrieben und es geht am Anfang sehr viel darum, wie sie erstmal für sich selber klarkommen muss, von einer Leistungssportlerin, die Leichtathletik gemacht hat, hin zu einer selbstbewussten Rollstuhlfahrerin. Sie beschreibt, wie sich ihre Einstellung verändert hat, wenn sie Diskriminierung erfährt. Im ersten Teil geht es viel um ihre Diskriminierungserfahrung im öffentlichen Raum, wie sie im öffentlichen Nahverkehr meistens Diskriminierung erlebt, wie sie in ihrer Mobilität eingeschränkt wird durch Personen, die auch den öffentlichen Nahverkehr nutzen oder Leute, die
als Zugbegleiter oder BusfahrerInnen oder sowas arbeiten. Das war für mich recht merkwürdig zu lesen, weil das ein Buch war, was ich hauptsächlich unterwegs in der Bahn gelesen habe, wo ich hier bequem einsteigen konnte und mich hinsetzen konnte meistens. Das war irgendwie komisch, so zu lesen. Zum Ende des Buches hin geht es viel um Diskriminierungserfahrung durch Leute, die im Gesundheitssystem arbeiten, also hauptsächlich wie Ärzte und Ärztinnen und Pflegekräfte sie letztendlich aufgrund ihrer Behinderung nicht mehr wie einen Menschen behandeln, sondern ihre Privatsphäre missachten, ihre Wünsche missachten, ihre Selbstbestimmung einschränken. Sie scheint ein sehr optimistischer Mensch zu sein. Am Anfang hat sie aufgrund der eigenen internalisierten Feindlichkeit gegenüber Menschen mit Behinderung starke Probleme, sich damit abzufinden, in einem Rollstuhl zu bewegen, und versucht, wieder ein positives Bild zu sich und dem Rollstuhl zu finden. Und dazu wollte ich ein kurzes Zitat bringen, weil das so ein bisschen zeigt, wie generell der Stil, die Schreibart in dem Buch ist. Meine Einstellung hatte sich von Grund auf geändert. Ich wollte mir nicht mehr auch noch selbst im Wege stehen. Das taten schon zahlreiche Mitmenschen, die mich aufgrund eines sichtbaren, schnell ins Auge fallenden Defizites geradezu verurteilten. Da schreibt sie auf der einen Seite sehr deutlich und auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade kein passendes Zitat dazu gefunden, aber sie hebt auch immer wieder hervor, dass ihr viele Menschen helfen und dass sie nicht sagen möchte, alle Menschen, die Behinderung nicht kennen, sind scheiße gegenüber Menschen mit Behinderung. Genau, sie hebt immer wieder hervor, dass sie auch sehr viele nette Leute gefunden hat. Aber die Zahl der Leute, die sie diskriminieren, ihr das Leben schwer machen, ist einfach noch zu hoch. Und deswegen hat sie dieses Buch geschrieben. Das Buch hat mir ganz gut gefallen. Und dann als letztes wollte ich nur mich daran erinnern, dass ich das Buch Sami von Audre Lorde wieder gekauft habe. Ich hatte es einem Freund ausgeliehen, dem es leider geklaut wurde. Ich war darüber sehr traurig, weil mir dieses Buch wirklich gut gefallen hat. Ich hatte einige Notizen mit Bleistift dran gemacht, weil es einige Stellen gab, wo ich dachte, die möchte ich gerne später irgendwann mal schneller finden und nochmal nachlesen. Die Notizen sind jetzt in dem neuen Buch natürlich nicht drin, aber immerhin habe ich das Buch wieder. Ich freue mich sehr darüber. Ja, das war's. Das war mein Lesemonat. Ich habe irgendwie 5, 6 Bücher angefangen, die mir auch gar nicht so schlecht gefallen haben, aber irgendwie hat mich nicht so richtig gefesselt. Ich bin aber dann froh über die Bücher, die ich gelesen habe, weil ich sagen kann, dass ich es nicht bereue, was im letzten Jahr zum Teil nicht unbedingt der Fall war. Also ich habe mir vorgenommen, auch Bücher einfach nicht zu Ende zu lesen, wenn ich merke, ich reg mich da mehr über Dinge auf oder ich langweile mich einfach. Ja, das war's.